Hallo und herzlich willkommen bei Lab Reviews. Mein Name ist Lasse Vogt und heute bekommt der Zweite Weltkrieg eine neue Dimension des Schreckens in dem Genre-Mix Overlord. 1944, während des D-Days, ist eine Gruppe amerikanischer Soldaten damit beauftragt, in Frankreich einen Kirchturm niederzubringen, welcher eine deutsche Nazi-Station beherbergt. Sobald sie das geschafft haben, können die amerikanischen Truppen weiter in das Land vordringen. Angeführt wird diese Gruppe von Ryan Russell's Ford. Und mit zum Team gehören unter anderem Jovan Adebos Boyce, John McGarrow's Tippett, Ian DeCastigas Chase, Jacob Anderson's Dawson und Dominic Applewhite's Rosenfeld. Auf dem Weg dorthin werden sie von der Französin Chloe aufgegriffen, gespielt von Mathilde Olivier. Und durch sie erhalten sie Zuflucht mitten in diesem von Nazis besetzten Dorf und erfahren, dass die Nazis nicht nur diesen Kirchturm besetzt halten, sondern dort auch grausame Experimente vollführen. Geleitet von Pilo Asbecks Waffner. Und nun liegt es an ihnen, diese Macht, welche dort in dunklen Laboren unter dem Kirchturm heranreift, zu stoppen. Viele haben nicht wirklich gewusst, was mit diesem Film auf sie zukommt, denn dieser Film wurde produziert von J.J. Abrams. Und seit er sich einen Namen gemacht hat mit Lost im Fernsehen, ist er einer von diesen Produzenten geworden, der viele, viele interessante Ideen entwickelt. Aber nicht nur das, sondern auch mehrere Revivals von berühmten Reihen unter seinen Fittichen hat. Ich meine, er ist verantwortlich dafür, dass Star Trek neu aufgelegt wurde. Er hat mit The Force Awakens Star Wars ins Kino zurückgebracht. Und er hat unter anderem auch mit Super 8 eine große Spielberg-Hommage inszeniert. Und er ist auch verantwortlich für das Cloverfield-Franchise. Und viele Leute dachten, dieser Film wäre ein weiterer Teil davon. Aber dann kam der erste Trailer und hat sie eines Besseren belehrt. Dieser, wie schon gesagt und wie es für J.J. Abrams üblich ist, dieser Film wurde im Geheimen gedreht. Und ich persönlich hatte keine Ahnung von diesem Film, bis ich an dem Tag, als ich und meine amerikanische Freundin Rachel ein Poster im Kino gesehen haben, als wir Bad Times at Via Royale gesehen haben. Und dann haben wir den Trailer dafür bekommen. Und während des Trailers habe ich mir gedacht, es wäre irgendwie eine coole Idee. Zweite Weltkriegssoldaten, die denken, sind in einer Situation und dann plötzlich kommt ein Horrorfilm ins Spiel. Und noch während ich das gedacht habe bei einem Trailer, kam genau dieses Element ins Spiel. Und entsprechend war ich sehr, sehr aufgeregt, diesen Film zu sehen, denn es sah aus wie ein sehr interessanter Genre-Mix. Und das Ergebnis überzeugt durchaus. Overlord ist ein extrem guter Film geworden. Und das liegt nicht nur an der Prämisse selbst, an diesem Hook, sondern auch an der Art und Weise, wie es ausgeführt ist. Der Film startet direkt intensiv mit dem Flugzeug, welches über das Meer fliegt. Dann werden sie beschossen und alles geht den Bach runter. Das Flugzeug explodiert und fängt Feuer und wir folgen Boyd, wie er mit dem Fallschirm abspringt und die Kamera folgt ihm hinunter bis ins Wasser und wir sind haargenau, wir sind die ganze Zeit dabei und es ist eine sehr, sehr zerrüttende, es ist eine brutale Sequenz, voll von lauten Sounds und Musik und Geräuschen und Schreckensbildern. Es ist wirklich eine wahnsinnig intensive Eröffnungssequenz und diese dauert für die ersten paar Minuten an. Und kurz davor lernen wir ein paar der Charaktere kennen, welchen wir folgen werden, inklusive einem Cameo von Bukim Woodbine. Das Interessante ist, dieser Zweite Weltkriegsfilm verrät uns in den ersten 3 Minuten mehr über seine Charaktere, als es Christopher Nolan während der gesamten Laufzeit von Dunkirk geschafft hat. Das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und keiner von diesen Charakteren ist wirklich mehrdimensional. Jeder dieser Figuren hat ein bestimmtes Merkmal, welches er mit sich herumträgt. Es gibt eben den Soldaten, der halt ziemlich zynisch ist. Es gibt einen, der sehr, sehr unsicher ist. Einen, der die ganze Zeit eine Kamera mit sich herumträgt und so weiter und so fort. Und insgesamt ist da nicht wirklich viel Platz für Charakterentwicklung. Aber trotzdem versteht man, wer diese Charaktere sind und was sie wollen. Und man findet sie tatsächlich auch auf ihre Art sehr liebenswert. Und das Interessante ist, dieser Film kennt die Merkmale des Genres. Also von wegen, es gibt eine, ich meine, sobald es in einem solchen Film eine Stelle gibt, wo ein Soldat Pläne für die Zukunft schmiedet, weiß man, gut, diese Figur wird sterben.
aber ich habe das noch nie so plötzlich gesehen wie in diesem Film. Und das fügt dem Film diese Dimension von sehr schwarzem Humor hinzu. Dieser Film hat diesen, hat diesen sehr, sehr zynischen, sehr fiesen Sinn für Humor. Und das ist etwas, was dem Film noch eine weitere Dimension verleiht, was umso besser ist. Und nach dieser brutalen und sehr, sehr wilden Einstiegssequenz kommt der Film ein bisschen herunter, was, wie ich finde, auch so beabsichtigt und gut ist. Denn wir brauchen ein bisschen Zeit zum Luftholen, um darauf vorbereitet zu werden, was uns noch weiterhin in diesem Film erwartet. Sie kommen in diesem Dorf an, diese französische Frau Chloe nimmt sie in ihrem Haus auf und dann verstecken sie sich dort für eine Weile. Und schon da bemerken sie, irgendetwas nicht ganz Natürliches geht hier vor. Und der Film macht einen sehr, sehr guten Job, das Publikum ein bisschen darauf vorzubereiten, was noch kommt. Mit kleinen Clues, mit bestimmten Hinweisen. Und das alles ist relativ gut gemacht. Es erinnert ein klein bisschen an Predator. Halt, wenn Predator nicht diese winzig kleine Öffnungssequenz mit dem Raumschiff hätte, dann hätte das wahrscheinlich, wäre das wahrscheinlich so ähnlich vonstatten gegangen. Eben, dass man halt diese kleinen Hinweise kriegt und dann wird man darauf vorbereitet, auf das Übernatürliche, was noch kommt. Und das Interessante aber ist, abgesehen davon könnte dieser Film sehr gut als reiner, fies realistischer Zweiter Weltkriegs-Thriller funktionieren. Denn diese Tropes, diese Merkmale sind hier sehr gut ausgespielt. Und man fühlt sich davon, also man ist entsprechend voll dabei. Also man könnte auch durchaus diesen Soldaten in einem realistischen Setting folgen. Aber der Film hat eben diesen Hook, das ist die Prämisse, das ist eben dieses Quäntchen von Originalität, was den Film so extra verkaufen soll. Und sobald Boyd in dieses Labor kommt, dann wird es zu dieser Horrorshow. Halt, was er in diesen Laboren sieht, ist so unglaublich grotesk und widerlich. Halt, dass ich mir auch mehr als einmal der Magen umgedreht hat. Also ich war wirklich sehr, sehr angeekelt davon und das ist gut so. Und und die Art und Weise, was dieser verrückte Doktor und Pilo Aspects Waffner wollen, das wird relativ schnell klar, aber sie gehen nicht besonders viel ins Detail, sie überlassen einiges der Fantasie des Zuschauers, was ich ganz gut fand. Und insgesamt eben nach einem längeren Zwischenspiel, wo der Film halt ein bisschen runterkommt, wird dann irgendwann einem dann alles entgegengeworfen, was dieses Genre zu bieten hat. Man kriegt widerlichen Body-Horror, man kriegt Kaskaden von Gore, man kriegt unglaublich viele nervenzerfetzende Spannungsmomente. Und all das ist wirklich herausragend gut gemacht und die Schauspieler sind allesamt auch wirklich sehr, sehr charismatisch, halt auch die kleineren Nebenrollen. Und es gibt bestimmte Leute, die raussprechen. Einmal der Däne Pilo Asbæk, den viele von euch aus Game of Thrones und Ghost in the Shell kennen werden. Er spielt hier den führenden Nazi-Offizier und er ist unglaublich gruselig und richtig, richtig böse hier. Also er ist wirklich eine Offenbarung in dem Sinne, was er alles mit seinem Gesicht und seinen Augen und seiner Ausstrahlung machen kann. Und ich war auch sehr überrascht davon. Viele der deutschen Gespräche, die Nazis untereinander führen, sind nicht synchronisiert und nicht untertitelt. Und dementsprechend war ich, glaube ich, der Einzige in meinem Kino, der verstanden hat, was die gesagt haben. Und das war akzentfreies Deutsch. Also ich weiß nicht, ob sie das in irgendeiner Form nachsynchronisiert haben oder ob diese Schauspieler das wirklich so sprechen konnten, ob da einige deutsche Schauspieler halt entsprechend dabei waren. Denn wie gesagt, Pilo Asbæk ist Däne, aber auch er spricht hier akzentfreies Deutsch. Und ich weiß nicht ganz genau, ob da in der Postproduktion was gemacht wurde, aber es überzeugt, während man den Film sieht. Und das ist alles, was zählt. Und entsprechend halt wirklich, die Feuergefechte sind brutal und grausam, aber die Horrorelemente schlagen einem so in den Magen. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr fieser, böser, aber auch in gewissem Sinne unterhaltsamer Film. Sobald im letzten Drittel die Gewalt überhand nimmt, hat es dieses,
dieses auch kathartische Element, halt in dem Sinne so etwas gewisses Erlösendes, wo man sich dann denkt, gut, der Film ist jetzt definitiv da angekommen, wo er sein wollte. Das ist der Hook, das ist der Kniff, den sie mit diesem Film verkaufen wollten. Und der Film fühlt sich wohl dabei. Und das ist entsprechend sehr gut gemacht und man hat entsprechend auch Spaß mit dieser Gore-Show, so erschreckend und widerlich das alles auch ist. Und die ganzen anderen Schauspieler halt, Mathilde Olivier macht hier einen sehr, sehr guten Job und ergreift mehr als einmal auch Parteien in Action-Szenen. Alle Schauspieler machen einen guten Job. Wer ganz besonders heraussteht, abgesehen von Pilo Asbeck, ist Wyatt Russell. Er hat nicht nur das Aussehen, sondern auch das Charisma seines Vaters Kurt Russell geerbt. Er ist unglaublich gut hier. Und ich habe davor, glaube ich, nur einen Film mit ihm gesehen und das war 22 Jump Street, wo er einen der Jocks an der am College gespielt hat. Und ich war total überrascht davon, ihn jetzt plötzlich in so einer Rolle zu sehen. Ich wusste damals gar nicht, dass er Kurt Russells Sohn ist, aber hier merkt man es. Also er spielt definitiv eine Kurt Russell-artige Figur. Und ich hoffe, dass viele, viele Leute diesen Film sehen und es dann möglich machen, dass er in mehr großen Actionfilmen mitspielt. Denn er ist eine Offenbarung hier. Absolut großartig. Und der Film fühlt sich in gewissem Sinne auch sehr schön altmodisch an. In dem Sinne, dass er dass der Titel auf so eine Weise eingeblendet wird, wo unten so dieser Filmstempel zu sehen ist, mit diesem leichten Grain-Filter. Und auch der Abspann selber ist in gewissem Sinne sehr oldschool gemacht. Also ich fand, das war ein sehr netter Touch. Und insgesamt fügen sich die verschiedenen Elemente dieses Films sehr gut zusammen. Das ist ein sehr gelungener Genre-Mix. Nichts für schwache Nerven. Ich rate euch, geht hier nicht rein, wenn ihr in irgendeiner Form kein Blut sehen könnt oder nicht gut mit Horror umgehen könnt. Denn all das findet man hier. Es ist ein wirklich, wirklich harter, ein ultra-Hardcore-Film. Aber er ist auch sehr unterhaltsam. Und ich hatte eine gute Zeit mit diesem Streifen. Und ich hoffe inständig, dass noch mehr Leute ihn sehen. Denn ich finde, originelle Ideen wie diese, so diese ganz besonderen Ideen, die immer nur so ab und zu rauskommen, die verdienen so viel mehr Aufmerksamkeit als noch ein Sequel von dieser Reihe oder noch ein Prequel dafür oder ein weiteres Remake von diesem Horror-Franchise. Also bitte, ich hoffe inständig, Leute, geht da rein, es lohnt sich. Das ist die Art von Film, die man, die eigentlich eher so im Oktober hätte rauskommen sollen. Aber ich finde wirklich, das ist ein Film, der sich definitiv lohnt. Für viele Gorehounds, für Freunde von richtig hartem Horror. Aber auch einfach für Leute, die entsprechend einen sehr interessanten Genre-Mix sehen wollen. Ich bitte euch, geht da rein. Ihr werdet es nicht bereuen, das garantiere ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß im Kino. Bis dann.